Hallo, ich bin Frau Erdings von den We Are Nerds. Wir wollen uns heute gemeinsam CineVio anschauen. Das ist eine App, mit der könnt ihr Filme mit der Oculus Rift schauen oder auch kleine Videos, was ihr wollt. Auf jeden Fall müssten es Videodateien sein. Die könnt ihr darin abspielen. Es gibt verschiedene Räume. Da gibt es zum Beispiel einen Friedhof oder ihr könnt ganz normal im Kino sitzen etc. Wir schauen uns einfach alle Räume mal an. Ich werde in jedem Raum ein wenig was sagen. Deswegen macht es vielleicht Sinn, sich das ganze Video anzuschauen, wenn man einen richtigen Überblick über die Software haben will. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass es natürlich immer mal Gespräche über CineVio gab, besonders auf Reddit etc. wurde oft diskutiert, da es da am Anfang marketingtechnisch ein paar Probleme gab. Aber das lassen wir jetzt alles außer Acht, denn wir wollen einfach uns die Software ganz unvoreingenommen anschauen und euch einen Eindruck geben, was die Software kann. Und ja, es ist uns sehr wichtig, dass ihr wisst, dass wir natürlich die Diskussion kennen, aber dass es einfach auch hier um die Software geht und darum, dass die vielleicht ja echt einen Blick wert ist oder auch nicht. Das wird jetzt unser Video einfach mal zeigen. So, jetzt sind wir im Programm. Ihr seht hier nochmal das Logo. Hier ist die Eingangshalle, der Eingangsbereich. Eine Halle ist es ja nicht so richtig. Und ihr seht jetzt diesen Punkt. Immer wo ich hinschaue, geht auch dieser Punkt hin. Und damit können wir jetzt in der App steuern. Und zwar indem wir jetzt hier die drei Kästchen ausfüllen. Zack. Und schon ist aktiviert. Ganz coole Sache, weil es nicht mit dem ersten Klick aktiviert wird, auch nicht mit dem zweiten, sondern erst mit dem dritten und man somit eigentlich vermeidet, dass man jetzt aus Versehen was auswählt, indem man zu lange drauf schaut. Ist in dem Menü hier, wo wir die Filme auswählen, nicht so. Hier geht es immer sofort. Das finde ich ein bisschen schade, aber hier kann man auch mit der Tastatur steuern. Man darf dann halt nur nicht auf die Button schauen, sondern ein bisschen daneben und dann geht man einfach hoch und runter und wählt sich seinen Film aus. Hier auch wieder zurück etc. Aber wir bleiben mal im Ordner. Playlists können wir anlegen, habe ich jetzt keine. Deswegen starten wir einfach mal diesen Film. Okay, nach rechts drücken. Und jetzt sind wir im Kinosaal. Hier sehen wir Licht an den Seiten. Dieses Licht verändert die Farbe gleichzeitig wie das Bild, was ihr auf der Leinwand seht. Das Prinzip kennt man ja schon. Hier ja, sind leere Sitze. Normalerweise können hier noch andere Leute sitzen, denn das Programm hat mittlerweile einen Multiplayer-Modus und das bedeutet, dass hier andere Leute sitzen, aber ihre eigenen Inhalte schauen. Wir können jetzt hier wieder ein Menü aufrufen, indem wir hier drauf schauen und dann sehen wir, wie lange das hier noch läuft. Wir drücken jetzt mal Pause. Ach, können wir hier wieder mit den drei Dingern natürlich. Zack, Pause. Können hier die Lautstärke einstellen. Und können hier die Sicht zurücksetzen, das können wir aber auch mit R machen. Und da vorne seht ihr, die Leinwand ist jetzt etwas gebogen, die können wir auch gerade machen. Wir können auch das Licht hier ausschalten an den Seiten, weiß ich aber nicht, warum man das machen sollte. Man könnte jetzt den Multiplayer an- und ausschalten, aber ist ja gerade keiner da. Was könnte man noch so machen? Fällt mir gerade nichts weiter ein. Man kann auf jeden Fall hier schön rumsitzen. Und ja, man kann ja noch so ein paar Sachen aufrufen, aber das ist jetzt nicht so interessant. Wir können uns natürlich auch woanders hinsetzen, wenn wir ein bisschen näher dran sein wollen. Dann gehen wir einfach weiter nach vorne. Oder wir gehen wieder weiter zurück. Ihr seht, ich verändere hier auch meine Position im Kino. Wir können jetzt nicht frei umherlaufen wie bei Rift Max. Wir können hier einfach nur da sitzen. Hat den Nachteil, dass wenn jetzt hier andere Leute sitzen, die natürlich etwas steif wirken. Auf der anderen Seite stellt sich auch keiner ständig vor euch und blockiert euch die Sicht. Allgemein, wenn ich das hier aufrufe, dann seht ihr hoffentlich jetzt, dass die Auflösung bei 2402x1461 liegt. Das ist also besser als Full HD bedeutet, dass wir hier weniger Pixel haben. In der Rift ist das natürlich das Bild trotzdem nur Full HD aufgelöst, aber durch das Super Sampling wirkt das alles ein wenig schärfer. Ich finde auch allgemein das Bild hier doch deutlich besser als im Rift Max Kino. Weiß nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich am Super Sampling. Das wird wohl seine Auswirkung haben. Hier links sehen wir jetzt was. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, warum hier der Film auch läuft. Normalerweise, wenn ich hier W drücke, kann ich da meine Webcam sehen. Das hat natürlich Vorteile, denn ihr sitzt in einem Raum, es kommt jemand rein und ja, ihr wisst nicht, wer es ist. Ihr drückt W, guckt nach links und seht, da ist euer Mörder oder euer Kumpel. Das kann ich euch jetzt mal in einem Ausschnitt zeigen, denn im Moment, wenn ich aufnehme, funktioniert das natürlich nicht, beziehungsweise habe ich auch Angst, jetzt W zu drücken und ich zerstöre die Aufnahme. Das wollen wir nicht. Deswegen jetzt mal hier ein kleiner Ausschnitt.
So, und das war dann auch eigentlich alles, was ich zum ersten Kinosaal sagen kann. Man sitzt hier immer recht mittig. Ich glaube, nach links und rechts kann man sich nicht bewegen. Und ja, ist an sich eine schöne Atmosphäre. Ja, eigentlich eine ganz schöne Sache. Zu den Problemen oder was mich stört, kommen wir einfach noch im Verlauf. Gehen wir einfach erstmal in den nächsten Raum, würde ich sagen. So, und hier sind wir im nächsten Raum. Hier sieht alles ein wenig nach Friedhof aus. Andere Leute sehe ich jetzt hier auch nicht. Und wir sitzen hier im Grünen und schauen auf unsere Leinwand. Die steht jetzt hier einfach so ein bisschen im Raum. Von mir aus könnte da ruhig zumindest irgendwas sein, wo die ja, Leinwand, Leinwand ist es nicht, es schwebt hier einfach irgendwo integriert ist. Ich finde das ein bisschen schade, dass das so eigentlich cool designt ist, aber das Bild einfach hier so rumhängt. Schön ist es, dass das Licht sich hier so auch auf die Umgebung auswirkt. Ich weiß gar nicht von der Farbe her, ob das einen Unterschied macht. Das werden wir gleich mal sehen. Oh, und da läuft wer. Das ist natürlich ein bisschen spooky. Und das Licht da hinten, das kommt schon cool. Aber die Leinwand könnte irgendwo integriert sein. Da könnte man sich irgendwas Cleveres einfallen lassen. Wir können jetzt mal hier einfach irgendwo reinspringen. Geht das auch so, wenn ich hier drauf gucke? Ah, genau. Lange drauf gucken. Und dann schauen wir doch einen Horrorbeitrag von den We Are Nerds. Und das gefällt mir auch von der Auflösung her wieder gut hier drin. Also ich kann die Pixel ja, schon sehen, aber nicht so schlimm wie im Rift Max. Hat mich ein bisschen überrascht, denn ich dachte eigentlich, dass Filme schauen mit dem DK2 total Banane ist. Aber jetzt denke ich, dass es schon möglich ist. Es ist natürlich nicht so richtig komfortabel, weil es hat natürlich immer noch sichtbare Pixel etc. Aber spätestens mit der Consumer Version wird das doch ein wenig anders werden. Da freue ich mich schon drauf. Im Moment ist es noch, ja, fraglich, ob man jetzt wirklich unbedingt einen ganzen Film schauen will, aber man kann es natürlich tun. Ich finde es jetzt hier gar nicht so schlimm. Eigentlich finde ich sogar recht gut, wie das alles hier aussieht. Drücken wir jetzt aber nochmal Pause. Und schauen mal hier. Es ist kein 3D-Film, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr seht, wie das Bild jetzt hier gerade komisch wird, bedeutet das einfach nur, dass ich hier die verschiedenen 3D-Modi durchgehe. Das heißt, wir können Side by Side oder oben und unten etc. hier machen und haben dann ein 3D-Bild. Dieses 3D-Bild, ich habe das vorhin auch schon mit verschiedenen Filmen getestet, ist natürlich ganz anders, als wenn ihr jetzt einen 3D-Fernseher habt und darauf einen 3D-Film schaut, denn dann habt ihr immer mal irgendwelches Ghosting oder irgendwelche komischen Sachen. Das habt ihr natürlich mit der Rift nicht, denn das Bild ist immer exakt so, wie es sein sollte. Da gibt es keine Störungen, gar nichts. Ihr habt wirklich ein perfektes 3D-Bild und das ist natürlich schön. Das hebt jetzt nicht dieses Programm von anderen Programmen ab, denn das können auch viele der anderen Programme, die Videos abspielen. Aber das ist natürlich eine sehr nette Sache und das solltet ihr natürlich bedenken, dass ihr das damit richtig gut könnt. Gefällt mir auch wirklich gut, so 3D-Filme dann und kommt auch irgendwie in der Rift besser, weil wir befinden uns ja hier auch in einer 3D-Umgebung und ist natürlich noch cooler, wenn man dann auch auf eine 3D-Leinwand schaut und nicht auf so eine platte Sache. Ja, so viel zu dem Raum. Dann gehen wir einfach mal in den nächsten. So, hier seht ihr den nächsten Raum. Und zwar sitzen wir hier auf einem Boot und sind im Wasser. Ganz geil vor uns ist die Spiegelung im Wasser. Aber das Bild ist auch ein bisschen zu tief irgendwie. Weiß ich auch nicht warum. Und ihr seht jetzt hier mal ein Video, bevor ich mich da irgendwie rausgeschnitten habe und nach links transportiert habe. Ja, ist ein schöner Raum, ist ganz atmosphärisch hier zu sitzen, sehr schön designt alles, macht Spaß. Und jetzt kommen wir aber zu einem nächsten Fakt. Ich finde ganz ehrlich, dass Videos anschauen ist ja schon ganz cool und es ist cool, dass es die Möglichkeit gibt mit solchen Programmen. Aber ich fände es richtig geil, wenn dieses Programm noch die Möglichkeit integrieren würde, dass ich hier Online-Streams anschauen kann. Denn ich gehöre zumindest zu der Gruppe von Menschen, die eigentlich gar keine Videos außer ja, solche eigenen Videos auf den Rechner hat. Denn ich streame eigentlich alles, ob es jetzt von Netflix ist, ob es YouTube-Sachen sind oder wie auch immer. Ich habe eigentlich nichts auf dem Rechner, sondern schaue das online. Und es wäre natürlich genial, wenn ich hier auch Online-Inhalte schauen könnte. Denn dann hätte das für mich noch viel mehr Nutzen. Denn so müsste ich mir erstmal die Filme besorgen und dann hier drauf anschauen. Und das finde ich ein bisschen umständlich. Kann man machen, aber mir würde es anders besser gefallen. Ich hoffe, der Entwickler macht da auf jeden Fall noch sowas in die Richtung rein. Denn es ist wirklich ein wichtiges Feature, meiner Meinung nach.
Gut, dann habt ihr genug von diesem Raum gesehen und wir schauen uns nochmal einen vierten Raum an. So, der nächste Raum ist im Weltall, aber wir sitzen in einem Kino, was irgendwie ins Weltall gefallen ist. Ja, ziemlich komisch, aber irgendwie ganz atmosphärisch. Besser als wenn jetzt nur die Leinwand hier wäre. Das wäre ja bei Virtual Desktop, wäre das ja, glaube ich, so, dass man da nur die Leinwand hat. Hier sitzt man zumindest und hat noch seine Beine vor sich. Das gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Hier sitzen Leute rum, aber die sitzen hier, glaube ich, immer rum. Also das hat nichts mit dem Multiplayer zu tun. Und ja, generell habt ihr das jetzt schon wieder gesehen. Oder wollt ihr noch mehr sehen? Ich kann mich aber umdrehen. Oh. Oh, ist das ein schönes. Ja, so sieht das hier aus. Und ich spiele da No Limits 2. Ja, Erinnerungen werden wach. Erinnerungen werden wach. Okay, aber wir wollen mal das Video fertig machen und deswegen gehen wir jetzt mal zu dem letzten Raum. Hallo, ihr habt vielleicht das Video zum Ja, und Chiron gesehen. dieser Raum Und ist da bei sieht mir es so aus leider wie ein Quartett. schwarz. Keine Ahnung. Und Weiß ich nicht jetzt habe ich herausgefunden, warum. dass es denn mit Vielleicht Chiron ist nie es so. Ich schätze aufgeht. mal ja nicht. Das Wahrscheinlich war habe ja ich nur das Quartett. irgendein Problem mit dem Ihr Raum. könntet das Schade, Quartett kann ich mir aber leugnen, wenn jetzt ihr wollt. nicht anschauen. Niemand Komischerweise erwartet, sehe ich auch dass das man mit Menü hier Quartett nicht. von Doch, da ist der 100 Ball. Dollar drauf tippt, zum Schlagen und. Pause machen. Ja, ist natürlich jetzt schade, kann ich euch nichts zeigen. Oder ist einfach schwarz. Vielleicht ist es auch so. Aber auf jeden Fall wäre es dann unspektakulär. Glaube ich aber nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendwas. Was will ich noch abschließend zu der ganzen App sagen? Also, zusammenfassend, das Bild ist hier super. Man kann das hier gekrümmt machen. Man kann Untertitel einstellen. Das hatte ich noch nicht gesagt, glaube ich. Man kann 3D-Filme schauen. Man sitzt hier mit anderen Leuten, wenn man das will. Und allgemein ist die Atmosphäre und die einzelnen Umgebungen schön gemacht, obwohl mir das Kino noch am besten gefällt, denn ja, also ich brauche das jetzt nicht auf dem See zu sitzen. Ich finde das Kino dann eigentlich am angenehmsten, weil es auch am realistischsten ist. Was fehlt mir? Das ist ganz klar irgendwie die Möglichkeit, nochmal in dem Raum rumzulaufen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, nee, ich will das nicht, aber doch eigentlich will ich das. So, und zweitens fehlt mir die Sache, dass ich Online-Streams hier nicht so direkt reinmachen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mal auf YouTube gehen und mir was raussuchen. Das finde ich sehr schade, da ich da eigentlich sehr viele Inhalte mir anschaue. Und zum anderen finde ich es schade, dass. Vielleicht liege ich jetzt falsch, dann bitte in den Kommentaren schreiben, aber ich glaube, soweit ich es gesehen habe, kann man hier keine 360-Grad-Videos etc. schauen. Da müsste auf jeden Fall auch noch ein Raum kommen. Ich denke mal, das wird auch noch kommen, weil das finde ich auch gerade für Rift-Videos ein sehr tolles Feature, wenn ich mich komplett umschauen kann. Ich hatte jetzt mal versucht, ein paar Filme zu starten, die 360-Grad-Dateien sind, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, vielleicht geht es auch einfach nicht. Ich glaube, es geht einfach nicht, weil es wäre auch etwas seltsam hier von der Darstellung. Aber ich hoffe, da kommt noch was. Das sind so die drei Sachen, die ich ein bisschen schade finde. Ansonsten Bildqualität, rumsitzen, Film gucken, echt eine super Sache. Gerade mit der Endversion der Rift wird das wahrscheinlich, oder was heißt Endversion, aber mit der ersten Version für den freien Handel wird das wahrscheinlich richtig cool werden. Aber diese Features wünsche ich mir, dass die bis dahin noch nachgereicht werden. Ja, ansonsten viel Erfolg weiterhin mit der Software und ich hoffe, ihr schaut euch das mal an oder ja, schaut zumindest die nächsten Videos von uns an. Ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Bis bald.